Ein langer Zug von Gratulanten mit kostbaren Geschenken leitete die Hochzeitsfeierlichkeiten im Königshaus von Marokko ein. Hauptperson war der 26-jährige Prinz Moulay Abdallah, ein Bruder des marokkanischen Königs Hassan II., der sich an diesem Tage ungemein großzügig zeigte. Er beschenkte 50 marokkanische Brautpaare und lud sie zur Hochzeitsfeier in den Königspalast ein. Prinz Abdallah hatte sich die schöne Libanesin Lamia Sol, die Tochter des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten, zur Frau gewählt. Nach marokkanischem Ritus und mit aller Pracht orientalischer Tradition feierten die Gäste und die königliche Familie im Palast von Rabat ein Fest wie aus Tausend und eine Nacht. Drei Jahre nach ihrer Hochzeit feierten